Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Emergency 4 mit der Winterberg-Modifikation. Ja, ich dachte mir, ich nehme einfach mal wieder Emergency 4 auf, weil euch das ja so gut gefällt und niemand guckt sich meine anderen Videos an. Ja, und ich spiele die Winterberg-Mod wieder, weil es da am meisten zu zeigen gibt. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand. Transportieren Sie das Polizei, ne? Und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Dann alarmieren wir mal hier ein einzelnes Fahrzeug. Oh, so, und ein Abschleppwagen. Ich spiele diesmal auf schwer. So, ich würde mal sagen, der leitet den schnell um. Der kann sich ja vielleicht mal einen Feuerlöscher aus dem Fahrzeug holen und dann schon mal erste Löschversuche. Oder brennt da schon... Naja, brennt das ganze Fahrzeug, ne, oder? Bin unterwegs. Ah, der versucht das einfach mal. Ach, guck mal, der hat mit einem Feuerlöscher geschafft, das Fahrzeug zu löschen. Das ist sehr gut. Da brannte also noch nicht so viel Benzin. Der Motor läuft ja auch noch, also... Da war wohl irgendwie... Auf dem Weg. Ja. War nicht so schlimm. Die Feuerwehr muss natürlich trotzdem nochmal kommen, um da nachzugucken, ne? Also ich versuche das jetzt so realistisch wie möglich zu spielen. Ich mache wahrscheinlich wieder alles falsch. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es jetzt unrealistisch, dass er das mit einem Feuerlöscher gelöscht hat, was ich aber nicht glaube. So, da ist hier der Gruppenführer, der guckt sich das an, so, der geht da immer rum. Ja, da brennt gar nichts mehr. Wir können das mal abschleppen. Trotzdem holt sich da mal einer einen Feuerlöscher, falls das wieder... Natürlich, das ist jetzt, der würde das natürlich aus dem Feuerwehrfahrzeug holen. Falls sich das wieder entzündet, aber da passiert ja zum Glück nichts. Dann können die jetzt alle wieder fahren. Also wir spielen auf schwer, es könnte alles passieren hier. Und ich wollte noch was machen. Hier, den wollte ich alarmieren. Irgendwohin einfach mal. Und dann machen wir mal was. Mal gucken, von wo der jetzt kommt. Dauert anscheinend ein bisschen. Da kommt er. Da braucht er gar nicht weiterfahren. Ich wollte nämlich nur mal ganz kurz hier das hier machen. Dann kann er auch schon wieder fahren. Denn heute ist hier ja was Besonderes, ne? Hier sind ja, es ist ja Sommer und die feiern hier jetzt wieder alle und dann müssen wir hier natürlich mal ein paar Fahrzeuge auf Bereitschaft schicken, damit hier nichts passiert. Das erhöht die Schwierigkeit dann nochmal ein bisschen. Hier der Hintergrund-RTW fährt dahin. Und auch noch ein bisschen Polizei. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Okay, da alarmieren wir. Versorgen Sie, da ist jemand bewaffnet, da kommen sofort mal zwei Streifenwagen hin. Die Feldjäger, die sind ja auch hier fürs Militär zuständig. Ich glaube, das reicht auch schon, ne? Oder alarmieren wir ein MTW noch dazu? Die Polizei fährt natürlich da jetzt hinten herum, was natürlich gar keinen Sinn macht. Da ist auch jemand verletzt, ne? Da brauchen wir mal hier ein RTW. Oh, der schießt da. Jetzt fahr doch mal schneller. Wieso fährt er jetzt da rum? Egal, wir brauchen hier... Ich alarmiere mal den hier. Da brauchen wir den hier gar nicht. Stoppe ich den Einsatz? Oh je, jetzt schießt er da schon. Habe verstanden. Fahrzeug 15. Ja, bestätige. Schon unterwegs. Och. Ja, natürlich, wenn man eine Pause macht, kommt natürlich hier dieses Ding wieder. So. Da läuft er jetzt weg. Wo sind denn hier? Schon unterwegs. Fahrzeug 16. Warum fahren die denn so langsam? Mann. Vorsicht! Wird gemacht. 17, 8.
Jetzt mach hier Auswahl. Hallo? Oh Mann. Jetzt lauf doch mal da weg. Da guck mal, das kann man doch auch. Hä? Also jetzt habe ich meine Frage, ne? Wenn ich die hier jetzt alle auswähle und dann mit Steuerung hier. Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert die Auswahl mit Steuerung nicht mehr? Auf dem Weg. Hä? Man kann nur mit Steuerung eine zweite Person auswählen. Wieso geht das nicht mehr? Ist da was kaputt? Ja gut, das muss man ja auch erstmal wissen, dass das jetzt irgendwie gar nicht mehr funktioniert und das Spiel kaputt ist. So. Ich glaube nicht, dass das eine... Hä? Hä, hier geht da... Was? Wieso kann ich denn hier jetzt nicht mehr... Das geht hier nicht. Irgendwie ist das ein bisschen... Läuft eine nicht angemeldete Demonstration. Ja gut. Teilnehmer festnehmen und abtransportieren. Machen wir hier mal... Und kümmern Sie sich um alle eventuell entstehenden Demozug. Weil wir spielen hier auf schwer, da kommen jetzt ganz viele Leute hin wahrscheinlich. Also noch sind es nur zwei, aber wir warten mal ab. Also wir warten nicht ab. Hier haben sie jetzt schon ein bisschen was aufgebaut, ne? So zur Absicherung. Ja. Also der Demozug kommt unglaublich schnell hier an, ne? So, der Einsatzleiter guckt sich das hier mal an. Moment mal. Man kann mit den Demonstrierenden verhandeln. Gucken wir mal, was man da machen kann. Gut, die möchte nicht verhandeln. Hä? Ernsthaft? Kann man einfach mit denen reden und dann sind die zufrieden und gehen weg, oder? Nö, die machen weiter. Okay, die machen weiter, dann machen wir auch weiter. Schalten wir das mal ein. Noch ist das Ganze ja friedlich. Das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Die stehen ja alle ganz hinten irgendwo rum. Der zweite Wasserwerfer kommt anscheinend erst gar nicht. Wir schicken die mal auf die andere Seite rüber. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. 26. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Habe verstanden. So, dann sichern wir hier alles ab. Habe verstanden. 26. Bin unterwegs. So, und jetzt fangen wir langsam an, die Einzel mitzunehmen. Der wehrt sich, dann am besten immer zu zweit, ne? Oh, jetzt werden sie aggressiv. Da müssen wir jetzt schnell handeln. Oh, jetzt haben wir hier einen Verletzten. Ja, kann ja mal passieren. Ich glaube, da reicht ein KTW. Brauchen wir aber wahrscheinlich auch einen Streifenwagen für. Notfalleinsatz KTW. Ja, warte mal. Der muss auch mal rein. Ich hoffe mal, die hier sind nicht aggressiv. Gut, der kann ja vielleicht mehr erste Hilfe leisten. Okay, dann ist der Einsatz soweit eigentlich auch schon abgeschlossen. Wir haben hier hinten noch jemanden, der verletzt ist, den habe ich ganz vergessen. Das sollte nicht passieren. So. Mal gucken, braucht er jetzt einen Notarzt? Ja. Der wird, glaube ich, automatisch alarmiert, ne? Zum Glück sagt er nicht Reanimation. Ich kann jetzt hier den Balken irgendwie nicht erkennen. Doch, da.
Ja, es ist schon kritisch. Aber der Notarzt wird automatisch alarmiert, oder? Oder nicht? Fahrzeug 1. Es gab da so eine Einstellungsmöglichkeit, ne? Ich glaube, das ist standardmäßig irgendwie ausgeschaltet, dass der Notarzt automatisch alarmiert wird. Das könnte man aber nachträglich aktivieren, ne? Dann sollte ich das vielleicht mal machen. Hier läuft auch so ein Ersthelfer rum anscheinend. Ich glaube, der hilft im Notfall auch. Jedes Gerät langsam außer Kontrolle irgendwie. Das sind zu viele. Aber die greifen jetzt nicht an, oder? Wenn die den Verletzten sehen, greifen die, glaube ich, an, ne? Nee, okay, dann kann der mal hier aufhören. Gut, beim nächsten Mal müssen wir hier also richtig absperren. Gut, der guckt mal eben, wie es dem geht. Dem geht's gut, dann nimmt er den mit. Solange die ja einfach weitergehen, ist das gar nicht schlimm. Ja, Polizei muss da auch mit. So, der Einsatzleiter sagt, es ist alles fertig. Der kann wegfahren. Polizei fährt hinterher. Da ist, den kriegen wir nicht mehr. Fahrzeug 2. Nee. So, der Notarzt ist jetzt hier wahrscheinlich einfach reingelaufen. Ja, ich hätte auf den Patienten alarmieren müssen. So, jetzt geht's dem gut. Wir transportieren mit Notarzt ab. Die hier fahren alle weg. So, mal sehen, was als nächstes passiert. Es gibt hier ja viele Möglichkeiten. Das hier ist auch so ein Notarzt, also so eine Notärztin, ne? Ist zwar nicht passend gekleidet irgendwie, aber ja. Ja, hier laufen auch manchmal so Aliens und Taucher rum, das ist ja ganz normal hier. Ja. Das ist aber hier ein Kostüm, das erkennt man doch, das ist hier. Ne? Also, ja. Ja, die laufen hier hin und her. Was macht der? Fahrzeug 40. Der hat wieder irgendwelche unbekannten Probleme, oder wie ist das? Fahrzeug 40. Jetzt haben wir da ein Lawinenunglück, dann alarmieren wir hier mal. Ja, was machen wir denn da mal? Drei RTWs, ein Notarzt und hier Dingens Rettungshunde, da müsste doch ausreichen, oder? Was hat denn der hier jetzt für ein Problem? Hör mal. Dem Patienten geht's auch gut. Wieso kann er den nicht abtransportieren? Oder geht's ihm noch nicht gut genug? Dann behandeln wir den erstmal. Ich kann das hier nicht erkennen. Ich habe aber auch keine Lust, hier dieses Menü die ganze Zeit aus- und einzublenden. Ja, der ist schon unterwegs. Na gut, dem geht's ja doch noch ziemlich schlecht, ne? Was steht hier eigentlich auf der Trage drauf? Kann ich gar nicht erkennen. Steht da... Was? Ich kann das nicht lesen, okay.
So, der RTW ist da, den kann er schon mal behandeln hier.